wünsche euch einen guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind hier bei der Bardenakademie stehen geblieben und wir wollen da mal weitermachen. Und wir haben die Aufgabe, Viarmo im Blauen Palast zu treffen. Und das machen wir auch direkt. Ihr da, habt ihr heute schon eure Stimmübungen gemacht? Ja, ich weiß. Ich habe noch viel Arbeit vor mir. Lass den Viarmo auch erstmal laufen. Macht einfach damit weiter. Das ist alles. Vielleicht kann ich ja tatsächlich noch von irgendwem hier eine Quest bekommen. Hallo? Ja, bitte? Nee, ich bin der Dekan für Geschichte. Und Schreiber, wenn ich die Zeit dazu finde. Hier sind noch ein paar Menschen. Guten Abend. Ich bin Pante... Na schön, dann versuchen der jüngste Barde an der Bardenakademie. Ihr seid neu hier, zu euren Diensten. Lady Athea sagt, an der Bardenakademie. Ich bin Dekan für Lautenspiel an der Bardenakademie. Ich gebe keinen Privatunterricht. Okay, anscheinend ist hier niemand. Das war besser, Arthur. Bitte betont ja, Ragnar und Rote etwas mehr. Ihr seht ein bisschen robuster als die meisten dieser Pappnasen hier aus. Pappnasen, sehr gut. Okay. Und werden sie mich dafür lieben. Aber hier scheint ja wirklich niemand anderes. Eure Solo-Aufführung ist in etwa einer Woche. Ich erwarte morgen euren Vortrag zu hören, ist das klar? Ach, halt oh, danke. Burschen. Ich habe an einem eigenen Stück gearbeitet. Okay. Ich... Gehen wir mal durch den Kellereingang raus. Oh, die Ladezeit ist aber länger als sonst. So. Okay, Viarmo ist auch schon da. Das ist sehr schön. Nehme ich mit. So. Ich will aber vorher mal gucken, wie viel ich jetzt wiege. 220 von 340 oder 20 habe ich noch. Das ist, glaube ich, annehmbar. So. Okay, hier ist er. Ich hoffe wirklich, dass dem Hof der Vers gefällt. Ich finde, wir haben ihn hervorragend wiederhergestellt. Sind wir bereit? Ich glaube, meine Stimme ist bereit. Ich hoffe, wir haben es gut gemacht. Okay, sieh zu, wie Viarmo Olafs Vers vorträgt. Das machen wir doch glatt. Wenn man ein bisschen schneller laufen würde, ey. Mein Gott. Okay, das ist Autolaufen. Ist das hier langsames Laufen? Nein. Das hier? Nein. Konnte ich nicht irgendwie langsam laufen? Nee. Egal. Ah, Viarmo. Ihr seid gewiss gekommen, um dafür zu plädieren, dass das Fest der Verbrennung von König Olaf wieder stattfinden sollte. So ist es, Jarl. Ich möchte König Olafs Vers aus der Liederedda präsentieren. Er wurde erst heute im Grabmal des Barden gefunden. Ah, ihr hattet etwas erwähnt, das uns davon überzeugen würde, das Fest stattfinden zu lassen. Aber mit König Olafs verlorenem Vers hatte ich nicht gerechnet. Bitte fahrt fort. O Olaf, unser Unterdrücker, einäugiger Verräter, todbringender Dämon und Drachentöterkönig, eure Legende ist Lüge, reißerisch und falsch. Euer schlauer Sieg über Numinex ein Jahrhundertschwindel. Kein Stimmenduell zwischen Drache und Mann. Im Kampf gab es weder Flamme noch Stich. Olaf und Numinex einigten sich ins Geheim. Olaf ward König, der Drache entwich. Olaf griff nach der Macht mit Versprechen und Drohungen. Von Falkenring nach Winterfeste fielen sie auf die Knie. Doch Einsamkeit widerstand, Himmelsrands treueste Wächter. Olafs Rache kam schnell, listig und gemein. Olafs Geheiß an Winterfests Mannen, tarnt euch und greifet flugs Einsamkeit an. Seine Männer gehorchten, der Kampf er begann. Doch verdreht wurde die Order, Winterfest sie griffen an. So endet die Mär vom Lügner und Lumpen, den Einsamkeit verbrennt mit Feuer und Funken. In Einsamkeit lernt man die Bardenkunst und übergibt König Olaf der Feuersbrunst. Ihr habt euren Standpunkt klar gemacht, Viarmo. Bei dem Fest geht es in Wahrheit darum, Einsamkeit hochleben zu lassen und falsche Könige zu verdammen.
Ich danke euch und die Akademie dankt euch, Jarl. Zudem glaube ich, dass ein so prächtiges Gedicht Unterstützung verdient hat. Die Akademie wird dafür einen angemessenen Lohn erhalten. Nochmals danke. Ich werde mich darum kümmern, dass unser potenzielles neues Mitglied, das uns geholfen hat, das Gedicht zu finden, angemessen belohnt wird. Unglaublich! Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Ich kann euch gar nicht genug danken. Heißt das, ich bin jetzt ein Barde? Bald, bald. Diese Dinge müssen ordnungsgemäß vonstatten gehen. Ihr werdet auf dem Fest eingeführt. Ihr müsst mit Jorn sprechen. Er hatte sich um die Vorbereitungen für das Bildnis von König Olaf gekümmert. Sagt ihm, er solle seine Vorbereitungen abschließen. Das Fest findet doch statt. Sehr gut, sprich mit Jorn. Wir sollten das Fest bald abhalten. Ich glaube, wenn ich etwas von euch... ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Ich dachte, ich könnte jetzt hier diesen wie heißt das denn jetzt, den beschworenen Bogen hier kaufen, aber nee, geht nicht. So, gibt es ein Problem? Nichts. Ich bin beschäftigt und werde nicht gern gestört, außer wenn ich von euch etwas erwarte. Ach, nun seht mich doch nicht so an. Also schön, vielleicht finde ich eine kleine Aufgabe, die euch beschäftigt hält. Wir haben ein kleines Vampirproblem. Es sind Leichen gefunden worden, die völlig blutleer waren. Ich weiß von einem Nest hier in der Nähe, das ihr zur Vorsicht ausräumen könntet. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich erwarte nicht, dass ihr auch nur das fertig bringt. Perfekt. Vampire sind gerissene Jäger. Ich bin der Vogt des Jarl. Wenn ihr am Hofe etwas zu erledigen habt, müsst ihr mit mir sprechen. Ihr könnt jederzeit zurück. Die Kaiserlichen sind gut fürs Geschäft und das Geschäft ist gut für Himmelsfuhr. Okay, das mache ich mal abseits. Wer sich achtet darauf, Tassius nicht in die Quere zu kommen. Der hat hier das Sagen. Oh, hallo. Ich räume gerade etwas aus. Ich mit den Leuten spreche, um mir einfach nur Quests zu holen. Es ist so aufregend, wenn neue Leute in die Stadt kommen. Ja, dann gegebenenfalls die Geschichten dahinter vorlesen, was hinter der Quest steckt. Aber das wäre jetzt zu viel, wenn ich mir jedes einzelne Gespräch anhören müsste, oder wenn ihr euch jedes einzelne Gespräch anhören müsstet. Dann würde ich eine ganze Folge hier sitzen und nur den Gesprächen lauschen. Wir sind ja jetzt schon wieder bei 8 Minuten und bisher ist noch nicht allzu viel passiert. So, wo ist denn der Typ hier? Jorn. Ah, der Nachwuchsbarde. Hat Viarmo euch gesandt? Das Fest ist gerettet, mein Freund. Ich werde allen Bescheid sagen, dass wir soweit sind. Aber das Fest beginnt erst bei Einbruch der Dämmerung. Kommt heute Abend zu mir. Wir werden dann mit der Feier beginnen. Unterhalte dich nach Sonnenuntergang mit dem Typen. Ja, kann ich ja jetzt. Ah, der Nachwuchsbarde. Hat Viarmo euch gesandt? Ja. Lebt wohl, Fremdling. Ah, der Nachwuchsbarde. Sonnenuntergang. Das würde doch bedeuten, dass ich vielleicht mal 19 Stunden einfach mal warte, ohne irgendwas zu machen, damit ich da direkt weiter fortfahren kann. Oh, ich glaube, ich war ein bisschen blöd. Hat Viarmo euch gesandt? Mist. Lebt wohl, Fremd. Ja, das war zu viel. 12 Stunden nochmal warten. Das sollte dann aber gehen. Habe ich da echt gerade doof gerechnet oder ist die Anzeige so ein bisschen doof? So. Kommt ja, ruhig mal wieder vorbei. Dann singe ich für euch. Ja, hier. Da. In meinem Amt als Dekan für Geschichte betreue ich einen weit gefächerten Themenbereich. Ich unterrichte Poesie, das Schreiben, Geschichte. Ah, und der Nachwuchsbarde. Nochmal 2 Stunden warten.
hat Viarmo euch großartig. Offenbar werdet ihr bald zu uns gehören. Wir versammeln uns draußen vor der Akademie für die Verbrennung von König Olaf. Okay. Jetzt. Perfekt. Danke vielmals. Durch das Fest ist mein Verkauf wirklich in die Höhe geschnellt. Ah, hier unten. Wer bist du? Verbrennt den König! Ich glaube, Sanguine würde diese Feier gefallen. Kann ich den anzünden? Darf ich? Verbrennt den König! Habe ich. Willkommen, ihr Leute von Einsamkeit. Wir von der Akademie freuen uns, hier die Verbrennung von König Olaf zu feiern. Das Fest wäre ohne den Einsatz und die harte Arbeit unseres potenziellen neuen Mitglieds nicht möglich gewesen. Mit dem Anzünden des Bildnisses wird er ein vollwertiges Mitglied der Bardenakademie. Juhu. Bitte heißt unseren jüngsten Barden willkommen. Das ist ein ganz, ganz merkwürdiges Klatschen, Leute. Ach, das ist ich das glaube, sie mögen euch. Dann bin ich jetzt ein Barde? Ja, Glückwunsch. Ihr seid jetzt ein vollwertiges Mitglied der Bardenakademie. Wegen eures abenteuerlustigen Wesens haben mehrere Professoren der Akademie ein paar Aufgaben für euch. Oh, sehr schön. Noch dazu hat Elise verfügt, dass die Verbrennung von König Olaf jetzt wöchentlich stattfinden soll. Und schließlich ist da auch die finanzielle Unterstützung, die ich euch auf Elises Wunsch hin zahlen soll. Oh, 800 Gold hinzugefügt. Perfekt, so. Kann ich mit den Leuten reden? Ich glaube, Sanguine würde diese Feier gefallen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt das Fest gerettet. Wie, wessen Hals meint ihr? Okay. Larina, meine Schülerin, dieser Dummkopf, hat mir meine Flöte gestohlen und sie an einen Totenbeschwörer verkauft. Ich habe gerade den Erpresserbrief erhalten. Diese Flöte ist schon seit 17 Generationen in Familienbesitz. Jetzt steht doch nicht einfach hier rum. Okay. Holt mir meine Flöte zurück. Okay. Warum sollte er denn eigentlich ein Totenbeschwörer hinter eurer Flöte her sein? Larina hat ihm wohl erzählt, dass man mit der Flöte die Toten tanzen lassen kann. Es ist nur eine Flöte. Eine sehr alte und wertvolle Flöte, aber trotzdem nur eine Flöte. Jetzt könnt ihr erzählen, dass ihr die talentierteste Bardin von Verdienst, dass unser Fan doch noch steht. Ich hörte, wir verdanken das hier euch. Es ist schön, mal nicht putzen zu müssen. Verbrennt den König! Das ist der beste Würzwein, den ich je habe. Ich dachte, das Fest würde mir gefallen, die hübschen Lichter. Ja, alle nicht reden. Was mit dir? Na los, entzündet die Fackel. Holt euch eure Fleischpastete, eigens für dieses Fest angefertigt. Ihr wart bei der Hinrichtung, nicht wahr? Ja, das wollte ich mir ansehen. Ich weiß nicht, ob sie das Recht hatten, ihn für das hinzurichten, was er getan hat. Aber eines sage ich euch. Es hätte keinen netteren Menschen treffen können. Das hört sich aber sehr hartherzig an. Hört zu, Rockwehr und ich sind miteinander aufgewachsen. Wir beide, noch ein paar andere und Vivienne. Vivienne Ones. Ich weiß nicht wieso, aber eines Tages erzählte ich Rockwehr, dass ich sie mochte. Das war wirklich dumm von mir. Denn von da an hat er sich andauernd über mich lustig gemacht. Von diesem Moment an hat er mich jedes Mal, wenn Vivienne und ich uns irgendwie nahe kamen, unbarmherzig gedemütigt. Er schlug mich zusammen, schüttete mir Met über den Kopf, alles, womit er davonkommen konnte. Einmal schmuggelte er sogar einen Bienenkorb in mein Bett. Sicher, wir waren Kinder, aber seine Unreife oder Grausamkeit hat Rockwehr niemals abgelegt. Wenn also die Leute sagen, er sei ein ehrenhafter Nord gewesen, dummes Zeug. Ich hatte sowieso nichts mehr zu sagen. Ihr könnt euch ruhig ein paar ist der Beste. Danke vielmals. Durch das Fest ist mein Verkauf wirklich in die Höhe geschnellt. Was braucht ihr von den Docks? Eine Ladung Gewürze wird von der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft aufgehalten. Jemand muss sie überreden, sie freizugeben.
Dürfte kein Problem sein. Großartig. Kommt zurück, wenn ihr alles erledigt habt, um eure Belohnung für die Mühe zu erhalten. Perfekt. Okay. Viel Glück. Nicht gerade die perfekte Zeit, um in Himmelsreich. Ja, nach einem geheimen Familienrezept. Blabla. Das einzig Gute, bitte, was mein Vater Octave jemals getan hat. Hier. Mein Meister ist so gut, zwischen den Welten verschollen. Versucht, ihn und herzustellen. Ich kann ihn nicht zurückbringen. Warum ignorieren mich nur alle? Was braucht ihr? Mein Meister hat mich verlassen. Hat sein Volk verlassen. Und nichts, was ich sage, kann seine Meinung ändern. Nun weigert er sich sogar, mich zu sehen. Er sagt, ich störe seinen Urlaub. Und das schon so viele Jahre lang. Bitte, könnt ihr nicht helfen? Wo finde ich euren Meister? Das letzte Mal, als ich ihn sah, besuchte er einen Freund im Blauen Palast. Keinen so unbedeutenden wie den Jarl. Oh nein, solche Leute sind unter seiner Würde. Er ging in den verbotenen Flügel des Palasts, um mit einem alten Freund zu reden. Er sagte, sie hätten schon seit Ewigkeiten keinen Tee mehr zusammengetrunken. Oh, und ihr werdet den Hüftknochen brauchen. Er ist äußerst wichtig. Es ist unmöglich, den Pelagius-Flügel ohne ihn zu betreten. Okay. Das machen wir mal wann anders. Gucken wir mal. Genau, die Flöte finden. Wo ist diese Flöte? Hier ist die Flöte. Zwischen Dämmerstern und Winterfeste. Ach komm, reisen wir mal nach Winterfeste und schlagen uns durch. Mal sehen, ob das alles so funktioniert. Wir kennen ja da schon das Problem ein bisschen mit dem Durchschlagen. Es ist manchmal nicht ganz so easy. Wie erwartet. So, da können wir hin. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Sieht auf jeden Fall gut aus. Na komm. Rache.
hin. Wache. Kannst du jetzt bitte wieder hoch? Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Okay. Ihr werdet keinen Einlass finden. Oh, Verzeihung. Die meisten kommen hierher, weil sie schon von der Akademie gehört haben. Dies ist die Akademie von Winterfeste. Ein sicherer Hafen für Magier in Himmelsrand. Ein Ort der Weisheit und des arkanen Wissens. Kann ich der Akademie vielleicht beitreten? Aber was erwartet ihr darin zu finden? Ich möchte die Macht des Eises und des Feuers nutzen, um alle zu zerstören, die sich gegen mich stellen. Ja, das ist schön. Ich verstehe. Diese Macht existiert, das kann ich euch versichern. Wenn ihr sie richtig anwendet, können euch nur wenige widerstehen. Gut. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ja, ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Ja. Ich stelle mich eurer Ausgezeichnet. Prüfung. Überreden klappt der Magierlichtzauber ist für jeden nützlich. Nicht nur für die, die sich auf Veränderung spezialisieren. Könnt ihr einen auf das Siegel im Boden wirken? In Ordnung, das kann ich machen. Ich freue mich darauf. Welchen soll ich machen? Was? Scheiße, Magierlicht. Magierlicht. Alle Magierlicht. Magierlicht kenne ich nicht. Mir ist viel Wissen. Die Akademie ist. Nein? Oder ihr versucht euer Glück bei einem der Hofzauberer in Himmelsrand? Hier, ja, bitte. Komm. Nun will ich sehen, wie ihr ihn wirkt. Manche Tage von Winterfeste mögen vorbei sein, aber die Akademie besteht immer noch. Was auch kommen mag, die Akademie wird es überstehen. Mirabelle leistet wohl gute Arbeit als Hochmagier, aber es ist sehr gut gemacht. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Okay. Ist er da oder noch? Und ich musste noch mal niesen. Entschuldigung. Aber der Drache ist da. Tot. Sehr schön. Ihr habt seine Seele in euch aufgenommen. Ja, alles okay, mein Freund. Helfen
gespannt, was uns hier erwarten wird. Bald
Giftrezept. Ja, cool. Das ist echt cool, dass wir das hier gefunden haben. Oh, Larina. Die ist tot. Und was haben wir hier? Panthers Flöte. Alles können wir benutzen, Leute. Alles. Expertentür, Experte, Schmexperte. Na. Okay, dann wird heute noch da. Noch ein Stück. Noch ein kleines Stück. Jo, perfekt. Aschenhaufen. Nix. Rotverdammung. Nix. Dieser Verfahrenspunkt hat uns das rein gar nichts gebracht. Okay, Leute. Wir sind mit der Folge am Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn sie euch gefallen hat. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und der Chor auch. Und ich würde einfach mal so sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.